herzlich willkommen. Sie umstellen gerade das Gebäude. Ja. Hau jetzt endlich ab. Hab ich vor. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Okay. Alter. Ich bin weg. Shit. Verstanden. Ein Polizeivan ist auf dem Weg zum Ziel. Zentrale, sind andere Einheiten in der Nähe. Hier ist ein Verwandelter. Scheiße, das ist ein Granatwerfer. Kacke. Ja, somit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. Sie sind auf Zelle, kommen Sie mit der Hunde raus. Zentrale Analyse. Fuck, die haben mich eingelegt. Fuck. Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da. Fuck. Marcus, Sie umstellen gerade das Gebäude. Hau jetzt endlich ab. Ich wiederhole, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Okay, ich bin weg. Wir haben hier eine Fahrerflucht. Schüsse, wir kümmern an alle. Ein Van wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Scheiße, geh auf! Zentrale, der Verdächtige flüchtet. An alle Bodeneinheiten. Verfolgung läuft. Over. Meine Fresse. Keine Spur vom Verdächtigen. Wir schauen nochmal. Dem Verdächtigen wurde ein Van hinterher geschickt. Oh mein Gott, da ist er, dass wir davon. Shit! An alle, dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterher geschickt. Okay, der fährt nach rechts. Okay. Marcus, da draußen wird es zu heiß für dich. Komm zurück, wir überlegen uns zusammen was. Oh, Alter, wir haben es geschafft. Meine Fresse, ich dachte nicht, dass wir so gut entkommen, ey. Alter. Ey, das ist krass. Nur kurz was zu notieren, ey. Wow. Meine Fresse. Fuck. Scheiße! Fuck! So schlimm ist das nicht. Wir stehen wie Idioten da. Verdammte Scheiße! Wrench, verdammt, beruhig dich mal. Das bringt nichts. Ja, du hast recht. Das bringt nichts. Marcus, hast du uns was zu sagen? Tja, Leute, um ehrlich zu sein, ich habe keinen wirklichen Plan. Aber ich habe eine Idee und keine Ahnung, ihr müsstet mir einfach vertrauen. Ja, ja. Jetzt geht's ab! Oh, toll gemacht! Fuck you. Ich weiß, in letzter Zeit lief es nicht so super. Ja, echt scheiße. Aber der ganze Scheiß gerade, das ist jetzt. Du hast uns eine Stimme gegeben. Wir haben uns mit den Großen angelegt und es ist echt geil gelaufen. Und wir haben uns nie dafür bedankt. Hey, warum redest du, als wär's vorbei? Ist es nicht? Ich bin noch dabei. Und du doch auch. Wir können die anderen auch überzeugen. Du bist raus? Die sind von den DedSec Channels. DedSec ist unwürdig. DedSec ist ein blöder Haufen Skiddies. Ihr habt uns Lügen und Scheiße erzählt. Hashtag Dad stinkt. Ja, und dann sind da eben ein paar Trolle. Wen interessieren die schon? Scheiße, Marcus!
Hast du nicht aufgepasst? Mich interessieren die Mann. Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um uns Respekt zu verschaffen, lange bevor du aufgetaucht bist. Das ist meine Marke. Und jetzt ist sie total im Arsch. Dann hol sie da raus. Ich weiß nicht, ob ich's kann. Ah, ja. Du nicht, wir schon. Falls dir das irgendwie weiterhilft. Du bist zumindest nicht auf der Flucht. Ach, verdammt. Gibt's eigentlich ein Kopfgeld auf dich? Vielleicht kann ich ja doch noch was reden. Ach, bitte, du würdest mich doch ums Verrecken nicht kriegen. Oh, du sprichst mit einer Sprinterin, Bitch. Gehen wir. Ja, ich will mir ja nichts zeigen. Ja, ich auch nicht. Na, doch, so faul also. Und wenn ich ihre Arsche mitten in die Wüste schleifen muss, um Dedzek am Leben zu erhalten, dann werde ich es tun. Dedzek ist zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Mal kurz mal in Kürze beginnt die dritte Swelter-Skelter-Jabberwock-Hacker-Challenge an der Skulptur in der Mitte. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Das sieht geil aus. Mein Beitrag heißt Die Harmonanz der Dissonie. Öffne dein neuntes blindes Auge und hole hohle harmonantische Dissonie, die deinen Seelengaumen reinigt. Josh, wer ist deine Freundin? Oh, das ist Susan. Sie ist Grundschullehrerin aus Milwaukee. Sie ist 32 und fährt einen knallroten... Cool. Hey, wir treffen uns vor der Challenge an der großen Skulptur für ein Gruppenfoto. Sobald du bereit bist. Ich wollte dir nicht die Show vermasseln. Show? Wir machen keine Show. Ich habe Susan gerade erklärt, dass der Motor ihr auf jeden Fall absaufen wird, wenn das Mischverhältnis bei niedriger Geschwindigkeit zu stark ist. Bei einem Viertakter im Leerlauf geht das echt gar nicht. Ja, absolut. Okay. Na, dann sehen wir uns dort. Arme, arme Frau. Du tust mir leid. Auch für 32 sah die jetzt nicht schlecht aus, muss man ja mal sagen. Jedenfalls hier im Spiel. Hinterlässt du dein Zeichen? Immer doch. Aber nicht Dedzek. Passt irgendwie nicht. Weißt du? Komm schon. Für dich bin ich die Stimmung. Ich versuche Spaß zu haben. Ich auch. Also wir, das heißt Dedzek, wir, werden bei dieser Hacker-Challenge mitmachen und gewinnen. Und die anderen sind einverstanden? Werden sie sein. Mein Lächeln überzeugt. Ja, das tut es tatsächlich. Siehst du? Kein Problem. Wir ziehen das durch. Alles kommt wieder in Ordnung. Du hast alles genau geplant, was? Nee, aber wenn ich dich wieder in Cetara-Modus kriege, übernimmst du doch das Plan für mich. Verdammt, du bist gefährlich. Komm zur hässlichen Skulptur, wenn du bereit bist. Okay, wir sehen gefährlich. Uns da. Ich finde The Range immer noch am coolsten von den allen. Hey, yo, Party! Den habe ich schon ganz vergessen, mit dem hat man gar nichts zu tun. Aber nicht ohne eine gute Tracklist. Der Scheiß hat kaum einen Puls. DJ Ratio. Nur Ratio. Als ich noch aufgetreten bin. Hey, wäre vielleicht wieder was. Was soll ich jetzt sonst machen? Mann, Dedzek lebt noch. Das war nur ein Rückschlag. Wir kommen stärker wieder zurück. Du bist dir da immer so sicher. Ich weiß, aber ich habe immer recht. Moment, Moment. So, jetzt aber. Oh ja, gleich viel besser. Und der DJ kommt nicht mehr an seine Tools. Der Retter der Party. Hey, wenn du diese Typen genug geärgert hast, treffen wir uns in der Mitte. Dedzek nimmt am Wettbewerb teil. Bin gleich da. Mhm. Wie gesagt, Musik habe ich ja immer deaktiviert. Weil das meiste davon leider gesperrt ist. Das wäre scheiße, wenn wir kein Gameton haben. Lassen wir es krachen! Okay, die Klamotten. Das ist kein fairer Kampf. Oh, ganz und gar nicht. Der Kleine da wird gleich so richtig vermöbelt. Aber das ist ja das Coole, oder nicht? Wir wollen sehen, wie der Kleine vermöbelt wird. Ja, ich meine, damit er wieder auf die Beine kommt und stärker wird. Oder? Du willst daraus jetzt eine Metapher für Dedzek machen, oder? Ich meine, wenn du mit Dedzek weitermachen willst, bin ich dabei. Aber wenn du dein metaphorisches Geld auf den Spinner setzt, nein, der steht nicht wieder auf. Ja, unwahrscheinlich. Hey, machst du auch mit beim Wettkampf? Ja, bin dabei. Hey, alle sind wieder mit dabei. Ich finde die Brille den Hammer. Das ist der Shit.
Jawohl, natürlich. Das sind wir. Teil. Okay, Leute, stellt euch auf für unser Gruppenbild. Hast dich für die Kamera extra hübsch gemacht, hä? Immer. Okay, offenbar geht die Challenge los. Josh, sieh dir die Zahlen an und gib Antworten ein. Wrench, du kriegst den Jabberwock. Verkabeln und fertig machen. Ratio, du wirst dich um die Konkurrenz kümmern. Halt sie auf. Cetara und ich werden dieses Ding hacken. Packen wir es. Deadsec, los geht's, Leute. Die Drohne ist da oben, wenn du sie brauchst. Ich hab's gleich. Okay, was ist das? Okay, eine Metal-Hand machen und voll reinhauen. Konzentration. Es gibt wohl einen Timer. Kannst du den hacken? Na klar. Bleib gefälligst stehen. Leg dich nicht mit Cetara an. Ein Drehknoten. Scheiße. Ich mach das für dich. Danke. Fast geschafft, Marcus. Na los! Das ist korrekt. Es ist korrekt. Es ist korrekt. Das ist korrekt. Alter, ist das kompliziert hier, mein Gott. Jawohl. Hey, Leute, zurück, Leute! Der fängt gleich Feuer! Zurück! Woher weißt du das? Weil er eben Feuer fangen muss! Er kann nicht nicht Feuer fangen! Seht ihr? Das ist so abgefahren! Der Jabberwock mit Augen aus Feuer. Ich bin John! Cetara! Ich bin Marcus! Wer bist du? Ich bin Ray. Aus dem ersten Teil, Alter. Hey, wollt ihr euch was reinziehen? Ray, das ist doch Ray aus dem ersten Teil. Ich hab die Stimme so wiedererkannt. Leute, ich gehe dann jetzt mal offline. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, Horatio, alles gut, Mann? Das Wort gut hat keine Bedeutung mehr. Okay, ist klar. Hatte ich erwähnt, dass die kleinen Freunde hier erst in Acid gebadet haben? Josh? Ist okay, die nutzen Halluzigene in klinischen Studien für Aspies. Aspies. Josh ist voll drauf. Okay, suchen wir dir was Hübsches zum Anstarren. Okay. Mann. Du bist nicht Ray. Du bist Ray Raymond Kenny Ray. Ich hab noch deine alten Hacker-Scenes, Mann. Ich weiß noch, wie ich Wardriver gelesen und mit dem Fahrrad rumgerast bin. Mit Rucksackantenne. Shit, ich hatte sogar dein altes Rootkit, Mann. Fragst du? Ja, scheiße, ja. Tja, ich dachte, ihr wärt alle nur Skiddy-Penner. Korrigier mich, wenn's nicht stimmt, aber deine Crew scheint mir echt ein chaotischer Haufen zu sein. Bist du der Anführer? Da ist ein Einhorn. Nein, Mann, so funktioniert das nicht. Deadsec hat eine Regel. Keine Privatarmeen, keine Anführer. Tja, nur zur Info. Ich hab gesehen, wie du sie geführt hast. Nein, Mann, das ist alles, wogegen wir kämpfen. Das System zu Hause ist komplett für den Arsch. Und all die Kids da draußen im Sand werden genau die gleichen Sprüche klopfen. Ihre Worte. Grüne Person im Hintergrund, ey. Okay. Vor ein paar Jahren hat mich dieses kranke System als kriminelles Risiko eingestuft. Mich für Scheiß beschuldigt, den ich nicht getan habe, weil es wahrscheinlich war. Und jetzt, mit CTOS, ist es überall.
Ich meine, ich sehe sie überall. Sogar den unterschwelligen Scheiß. Oh. Ich sehe dich doppelt. Ja, wir haben eine Tendenz, das zu tun. Was du unterschwellig nennst, das ist Bellwether, Marcus. Du hast ein scharfes Auge. Aber unterschwellig heißt passiv. Das Bellwether-Programm, das kontrolliert. Wie ein Orwell Huxley Doppelschlag. Profiling, Medienmanipulation, Insidergeschäfte, Konsumwahn, angetrieben von prädiktiven Algorithmen. Und jetzt ergreift es Besitz vom Herzen von Silicon Valley. Und jemand bei Blue benutzt CTOS und füttert es mit Daten. Du rekrutierst. Ich hab Lust. Echt Lust, Blue meinen ordentlichen Tritt in die Kronjuwelen zu verpassen. Oh, bitte tritt jetzt nicht bei. Ich kann euch bei Aktion helfen. Helft mir, den echten Jabberwock zu erlegen. Komm mit mir, Marcus. Ernst, Alter? Oh, shit. Irgendwas wegen dem Schwamm nicht verstanden? Hey, Marcus, wach endlich auf, weg was, hier! Was, Mann? Ich habe die Nacht im Zelt neben einer Lady verbracht, die sehr nackt und sehr tätowiert war. Und schändlich. Nein, du kapierst nicht, Mann! Das war so eine Sons of Ragnarok-Braut. Ich hab... Wir müssen weg, Mann, scheiße! Vamos, los! Los, komm, die Sons kommen auf! Los jetzt! Okay. Komm wieder zurück in unsere Heimat. Wow. Ja. Du hast gesagt, ihr hättet das verkackt? Wie schlimm ist das? Tja, wir sind alle in Gefahr, weil mein Name auf der schwarzen Liste steht. Die Leute werden nur die Punkte verbinden. Wo zur Hölle sind denn alle? Ist das alles? Das reicht doch. Wir reden hier von Bloom. Hey, und du redest hier mit Blooms Staatsfeind Nummer 1, Junge. Ja, die Schweine sind schon seit Jahren hinter mir her. Wenn du willst, kann ich dich aus dem System löschen. Gib mir ein paar Stunden. Einfach so? Tja, vielleicht brauche ich erst eine Ziege als Opfer für mein geheimes Ritual. Aber ja, einfach so. Da bist du ja. Wir suchen dich schon den ganzen Morgen. Es gibt beim Swelter Skelter anscheinend kein Fundbüro. Draußen in der Wüste gilt eher das Prinzip, wer es findet, darf es behalten. Was zum Teufel macht der denn hier? Ja, Marcus, warum lädst du Fremde in unser Haus ein? Hey, es ist einfach passiert, okay? Wir sind vor diesen Bikern abgehauen und... Wisst ihr was? Ist doch scheißegal, es ist cool. Oh, er ist cool. Das ist gut, denn normalerweise entscheiden wir sowas als Gruppe. Ich weiß. Mein Fehler. Aber ihr kennt Ray doch schon, oder? Leute, darf ich vorstellen? Raymond Kenny! Das ist Raymond Kenny? Ich dachte, du wärst sauberer. Ja, das höre ich öfter. Darf ich dich drücken? Ja, nur für 2 Sekunden. Das passiert mir auch öfter. Können wir ihn nicht behalten als unseren hauseigenen Hacker? Ja, wir können seine Hilfe gebrauchen. Aber er kann hier bleiben, oder? Er sollte hier bleiben. Okay, gut. Aber wenn er einem von uns dumm kommt, zerquetsche ich seine Nüsse wie reife Trauben. Nachricht angekommen. Schicke Mütze. Schicke Maske. Du bist cool. Willst du ein Bier? Ja, da sage ich nicht nein. Gerne auch 2. Danke. Ach, und gib dem Mann auch gleich Hardware, ja? Er zeigt uns ein paar Zaubertricks. Geil. Fucking Raymond. Ja, yep. Wir sind zurück in San Francisco. Ist Mission abgeschlossen. Wir haben wen Neues im Team. 200.000 Follower. Wollt ihr mich verarschen? 8 Forschungspunkte.
Wir sind jetzt bei 1,1 Millionen, Alter. Was? Okay, dann gucken wir mal in die Forschung rein. Und zwar, ich glaube, ich will hier mal die Erweiterung machen. Echt mal mehr Platz kriegen langsam. Zack. Das war mal wichtig. Wesentlich mehr Nutzen. Hey, Kleiner. Bereit, die Welt zu verändern? Ich hab was für dich. Lappennudel. Riff Ray im Hackerspace. Okay, aber ich wollte mal wieder ein paar Nebenwohnungen machen. Ein Dollar würde schon helfen. Jo, ich weiß. Ja, Hauptmission. Aber ich wollte mal wieder mal ein paar Nebenmissionen weitermachen. Weil die uns ja auch Follower bringen und somit Erfahrung. Oder Fähigkeitenpunkte. Und danach machen wir auch mal wieder dann die nächste Hauptmission. Also ich mache das jetzt mal so im Wechsel, so zwei Nebenmissionen, eine Hauptmission immer mal. Ich denke mal, das ist so eine sinnvolle Aufteilung. Okay, merkt in der Kurve nie ein. Hey, ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default. Der Ex-DedSec-Hacker. Default. Das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Guckt euch mal unser Hoodie an. Das ist von Default. Ich fand den so geil. Die Anschuldigungen waren begründet, Jim. Du hast im Privatkram der Angestellten herumgeschnüffelt. Ach, komm schon. Das war nicht wirklich privat. Wir haben im IT-Team einen hohen Standard. Du hast dir Tinas Privatnummer beschafft und sie angerufen. Das ist nicht okay. Das war nur ein harmloser Flirt. Komm schon, Bob. Lass mich. Sorry, Jim. Die Entscheidung ist gefallen. Deine Zugangskarte wurde deaktiviert, genauso wie deine Provi-Blue-Passwörter und der Zutritt zum Fitnessraum. Die Personalabteilung schickt dir deine persönlichen Sachen nach. Okay, man kriegt also wirklich platte Reifen. Zentara, du bist in Schwierigkeiten. Was? Der Provi-Blue-Typ wurde heute gefeuert. Sein Passwort ist wertlos. Ups, mein Fehler. Ha! Zentara verkauft faule Eier. Ich verlass mich hier auf dich, Mensch. Ich brauche aktuelles Zeug. Ja, tut mir leid, Mann. Okay, hier. Ich hab noch einen Provi-Blue-Angestellten. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Bist du wirklich... sicher? Wirklich sicher? Fick dich, Marcus. Hol einfach das verdammte Passwort. So, das ist ja zum Glück hier gleich in die Ecke. Ich hätte vergessen, die anderen zu sprechen. Das. Kannst du dich anmelden und das machen? Kein Fernzugriff auf die DB. Wir sind am Arsch. Lock dich ein. Passwort ist hot. Hätte ich mir denken können. Missionsziel erfüllt. Das war's. Okay, ich hab das Passwort. Markierst du Provi Blue auf der Karte? Klaro. Ganz sicher? Bist du sicher, dass es stimmt? Es hat sich nicht geändert? Ach, verdammt, Marcus. Das schmiert er dir ewig aufs Brot. Okay. Alter, bis man ganz unten aufknallt, ey.
Na, weißt du was? Gangangriff. Zurückhalten. Ein Auftragnehmer wurde gerufen. Dann gehen wir mal da gemütlich hin. Gehen da jetzt ins Sperrgebiet rein und ballern. Und ich hätte meine Waffen wechseln sollen, weil mit so einem Granatwerfer brauche ich nicht rumlaufen. Verstanden, sind unterwegs. Bitte legen Sie die Waffe weg. Seid auf der Hut. Geben Sie endlich auf. Ich mach Sie kalt. Verdächtiger in Sicht, wir sehen ihn. Leitstelle, es gibt ein mögliches Ziel in Ihrem Gebiet. Achtung, Waffe! Das ist immer so ein Dreierschuss oder was? Wir haben einen Gast, findet ihn. Okay. Der Typ hat echt alles, stimmt's? Ja, stockbesoffen zu sein, schreit geradezu alles im Griff. Können wir nebenbei Fernseher gucken hier so. Ich wechsle die Waffennummer. Also Dreifachschuss. Hin und her, aber die andere Waffe, da muss eine ordentliche Schrotflinte her. Hört ihr das? So, habt ihr Zugriff? Analysiere jetzt die Daten. Und du machst das auch richtig? Die aktuellsten Daten? Haha, beim ersten Mal war es doch witzig, Marcus. Jetzt ist es nur noch dämlich. Oh, wow. Die verfolgen den Kunden in jeden einzelnen Einkauf. Du kaufst Fastfood oder Bier oder Chips und die erhöhen deine Raten. So sieht die Risikoklausel aus. Dein Risiko, verarscht zu werden. Dann drehen wir an ihrem Algorithmus. Bin schon dabei. Jetzt gehen die Raten jedes Mal... Wenn jemand sowas macht, runter. Ich will den CEO und den CFO direkt treffen. Offenbar nutzen die einen Limo-Service. Man kann die Wagen verfolgen. Ich habe den Ort markiert. Willst du mich verarschen? Marcus, diese Texte habe ich einem Cop geklaut. Okay. Aber geht's nicht rein. Schwärmt aus. Ein Kryptogramm? Als Kind habe ich diese Dinger geliebt. Mann, das weckt Erinnerung. Und hast du's noch drauf? Wäre cool, wenn DedSec den Cops eins auswischen könnte. Unsere Follower würden es lieben. Besorg du mir das Kryptogramm und ich sehe, was ich tun kann. Wann doch. Zack, rein da. Super, und kommen durch die Tür und können unsere Daten holen, die wir brauchen. Und wir sind schon wieder bei einer Überlänge-Folge. Hat nicht gemerkt. Also, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir hören aber noch kurz in das Gespräch rein. Ich habe die GPS-Daten vom CEO und vom CFO. Zuerst der CFO. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem ersten Stand bleibt. Bis dann, haut rein.